Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Stonehearth. Ich habe schon mal ein bisschen vorausarbeiten lassen und die Herrschaften hier... Warum läuft er da unten so langsam? Ach, weil es ein Gegner ist. Und habe schon mal den Graben ein bisschen ausheben lassen. Sonst ist nichts passiert. Außer zwischendurch ist in einer meiner Halflings gestorben. Aber sonst geht es eigentlich allen gut. Theoretisch. Oh, noch mehr gefährlich Goblins. Vor allem die kämpfen gegen irgendeinen Zombie da mitten im Nirgendwo. So, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Ressourcen hier rumliegen. Die müssen nachher erstmal eingesammelt werden, sobald die mit den Bergbausachen fertig sind. Und dann müssen wir dann noch das Loch aufreißen in der Seite, um den Graben mit Wasser zu füllen. Obwohl ich mich frage hier vorne, ob das ausreicht. Weil, ach so, die laufen da hoch, wenn, wie heißt das? Wenn da ein Stück fehlt. Ist auch egal. So, lass mich mal eben schauen. Hol mal die Samen raus aus ein paar. Ich denke mal, Trockensteine legen Gebiete trocken. Kupferader, Silberader, Zinnader. Ich will mir das mal angucken, wie die Steine reagieren. Ich habe keine Ahnung, warum ihr da unten jetzt stehen bleibt. Theoretisch müsst ihr nur die Leiter hier hinten aufbauen, dann könnt ihr abhauen. Was machen die hier auf der Seite irgendwie auch nicht, die Leitern hinsetzen. Stattdessen gammeln die lieber hier drin. Ist jetzt schon wieder so weit bei euch. Ihr müsst doch nur weiter buddeln. Di. Da fällt mir ein, wir haben Sachen verboten, ne? Dann erlauben wir die wieder. Ich glaube, deshalb bauen die auch die Leiter nicht. Weil ich habe Bauen verboten. Ah, jetzt machen sie es. Entschuldigung. So. Ich würde gerne einen Verteidigungswall machen. Mit einem Turm hier. Ich habe hier schon mal die Seite begradigt. Dass das alles recht angenehm aussieht. Lassen wir das Spiel selbst auf zweifache Geschwindigkeit weiterlaufen. Und dann gehen wir mal in den Baumodus über. Was war das denn? Ach, das war eine Leiter, die hatte ich noch vorhin gesetzt, um hier auf so ein Zwischenstück zu kommen. Das wird jetzt eben ein bisschen tricky, weil ich habe schon im Kopf in etwa, wie ich das haben will. Natürlich wird es aus Stein sein. Die Wand könnt ihr gerne in diesem Mosaikmuster machen. Und der Flur wird halt die Standardfarbengeschichte. Achso, Wände wieder einblenden.
Wie hoch ist eigentlich eine standardmäßige Wand? Akzeptieren wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch. Ich muss gleich die Wände ein bisschen einfärben. Wand. Dip. So. Oh, wie ich das hasse. Hab einen Gegenstand außerhalb des Baus angeklickt. Angeklickt, mein Gott. Räumt einfach die ganze Scheiße hier mal weg. Die kann auch weg, die Mauer. Soll ich die Wand einfach komplett im Dunkelgrauton machen? Und dazwischen gehen wir auf den hellen Grauton. Oder auf dieses Gipfelweiß. Oh, jetzt wird's Nacht. Scheiße. Jetzt sehe ich wieder nichts. So viel erstmal dazu. Hmm.
Kann unser Schreiner nicht bessere Fenster machen? Nee, das ist es. Mehr gibt's da nicht. Gelbbraunes. Dann haben wir noch. Finde ich alles ein bisschen unpassend. Naja, die gepanzerte Tür, das wird schon hinhauen. So, dann ziehen wir den hier lang. Den Holzpodest. Dann tue ich so, als wenn der hier nach oben geht, der Holzpodest. Machen das schon. Ich finde es bis jetzt ganz hübsch. Noch nicht perfekt, aber schon ganz okay. Bei Mitte hatte ich 2 Abstand. Durch die Tür verschiebt sich das ein bisschen, das ist aber in Ordnung. Ja, vor allem, ich hätte es lieber erstmal bauen sollen. Ein bisschen abseits. Also sag ich mal, jetzt habe ich natürlich die Rückwand und so weiter. Obwohl, das wird ein einzigartiges Gebäude. Ist egal, ob jetzt, wo jetzt hier noch irgendwas ist. Also ich noch irgendwas anderes brauchen würde. Machen wir den braunen Flur. Na, es kommt wieder nicht damit klar, dass ich so viele Wände setze. Beziehungsweise er berechnet die Wände falsch. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich beim Bauteil wirklich stört.
dass ich das im Nachgang... Kann ich nicht mehr sagen, ja, pass mal auf, Bautool. Die Wand gehört zu der Etage. Die Wand gehört zu der Etage. Und nicht halt hier so ein Blödsinn. Oder? Erkennst du jetzt aneinander an? Ah, okay. Ich glaube, er erkennt schon, dass das... dass sie zusammengehören. Als Wand. Bergwurzel. Moment. Der weg. Lass mich mal, wo ist das Holz? Genau. Dann würde ich die Wand nämlich ein weiter außen ansetzen. Jetzt können wir diese Steinwand nutzen. Aber die Säule bleibt Klinker. Dum, 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 dum. Mal gucken, wenn gleich Tag wird. Wie das dann noch aussieht. Als wenn ich ein Künstler bin. Holzabtrennung macht nicht so einen guten Eindruck, wie ich gedacht habe. Ja, vielleicht... Eins, zwei, drei... Na, speicherst du gerade oder stürzt du ab? Würde nichts von beiden empfehlen. Aber so viele Fenster finde ich dann auch wieder anstrengend. Nicht nur für den Steinmetz dann. Das sind eigentlich meine schönen Doppelsteintüren.
kann gar nicht sein, dass nur zwei Stück hier angezeigt werden. Nehmen wir an. Außer, ist was dem Steinmetz passiert. Ist es was dem Steinmetz passiert? Unser Steinmetz ist gestorben? Ach, die Welt ist schlecht. Deshalb hebt den Graben aus. Scheiße. Hebt den Graben noch nicht aus. Hilfe. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Vor allem, wie kann der sterben? Da muss eine richtige Riesenmenge gekommen sein von Gegnern. Damit die niedergemäht werden. Zu dunkel. Wir sind ja nicht hier Voldemort oder Mordor. Tja, da müssen wir lieber mit verzierten Doppeltüren arbeiten. Wenn der Steinmetz jetzt tot umgefallen ist, bringt ja alles nichts mehr. Ich dachte, du solltest den Beruf lernen. Danke. So, weiter im Programm. Langes Wandbanner, aber ich glaube, das kann der nicht selbst produzieren. Kannst du die großen Wandbanner und das kleine Wandbanner machen, ne? Das andere ist ja angekauft. Guckt nur gerade, was sinnvoller aussieht. Ich würde mich für die Variante 1 daneben entscheiden.
Sie sind falsch gesetzt. So viel zu Wandbannern. Obwohl, es wirkt etwas überladen. So als wenn wir eine fette Bannerparty hätten. Dann machen wir das Ganze so. Damit kann ich dann eher leben. So, was können wir noch machen, um das Außen ein bisschen zu verschönern? Tja, die breiten Wandbanner, davon haben wir, glaube ich, nur 2, 3, wenn überhaupt. Die Mosaikplatten sind einfach zu groß. Lass mal den Stein jetzt erstmal wieder arbeiten. Warum? Warum darf er nicht... Warum rastet der? Oh, lass mich raten. Da, wo der Stein jetzt gestorben ist, wo auch immer es ist, kommt er nicht mehr ran an die Waffe. Oder an das Material oder was auch immer. Oder wir müssen einen anderen mal eben nehmen. Dann nehmen wir dich. Wie wär's, wenn du Steinmetz wirst? Schreinersäge. Wer macht den Steinmetzhammer? Du. Stell ruhig einen her. Dann gucken wir, was das bewirkt. Ich brauche wieder viel zu lange für das Planen und Bauen von Gebäuden. So, Säule Klinker. Und lassen wir mal Normaltempo. Ich glaube, ich hatte Thunfisch jetzt genommen als Außen. Dass er noch ein bisschen Höhe gewinnt. Und nicht so ein flacher Turm wird. Ach, das Ding sieht auch nur scheiße aus. Oh mein Gott, ist das Horn groß. Ich habe gesehen, da ist ein Fehler. Hmm.
Die Tür ist auf der Seite. Dann lass uns mal das Loch bis hochkommen. Stopp, zurück. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, so groß muss das gar nicht sein. Ich habe schon, also in den Fertighäusern ist das Loch unglaublich klein. Wo die immer hochgeschickt werden. So, bitte auch aus Stein. Wenn er das machen würde gerade. Oh, es ärgert mich wieder. Jetzt macht das. Komisch, dass es nicht einfärmt. Will ich das? Ach, die Farbe ist kacke. Irgendwie passt dieses Braun-Dunkel besser. So, nicht hohl. 8 ist im Moment das höchste. Jetzt bitte zu den Dächern. Ja, die Ränder sind gesetzt. Lass mal so aussehen, als wenn hier ein Balken endet, drunter. Wenn ich alles noch größer auseinanderziehen würde, könnte man noch viel mehr machen. Ich meine, man hat ja so gesehen die Möglichkeit, aus einzelnen Pixeln was Riesiges zu bauen. Immer die Äußersten wieder weg. Das sieht merkwürdig aus. Das waren ja nur die Kerzenständer, aber du müsstest doch in der Lage sein. Na, zurzeit bist du natürlich zu gar nichts in der Lage. Weil dir fehlt es an Erfahrung. Gut, dass wir so viel Stein schon eingelagert haben. Man kann jetzt erstmal schön leveln. Inneneinrichtung mache ich übrigens später. Ich baue das Haus erstmal als Rohbau. So, bis ganz nach oben ziehen sah jetzt nicht so doll aus. Und was, wenn wir eine Zwischenlinie machen? Wir brauchen mehr Details. Details machten alles besser.
1, 2, 3, 4, 5. 5. Ein rüber. Und du auch. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann würde ich gerne... Ach, keine Ahnung. Ein Topf braucht er da oben nicht. Er braucht aber ein Loch, um da hochzusteigen. So, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, da unten haben wir nur 8 gemacht. Ich dachte gerade, ein Schaf hängt hier in der Wand. Fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ich sehe das Problem. Das ist vom Dach das hoch und runter? Machen wir das Ganze einfach so. Dann mach hier die Lücke noch auf. Den weg, dann einfärben. Wechseln auf Blöcke, wir bauen die letzte Stufe selbst. Und an der Seite... Ich weiß, die überziehe gerade total, aber ich will dieses Gebäude fertig bauen. Oh, seid ihr schon wieder so lange am Kämpfen hier irgendwo? Na, hoffentlich stirbt diesmal keiner. So, eigentlich hätte ich gerne oben Fackeln draufstehen, aber kann ich nicht. Weil dämlicher Typ gestorben zwischendurch. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kleinen zu nehmen. Und statt diese stehenden Großen. Weil ich nichts anderes habe. Ich wünschte, es würde ein bisschen mehr Dekoration geben. Die Steinfackeln kommen außen dran, okay. Dann einfach mal das Kriegshorn hier oben draufsetzen. Sieht ein bisschen deplatziert aus. Aber nur ganz, ganz wenig. Geh mal rüber auf Thunfisch. Und ja, ich weiß, es hat keine Funktion, aber ich will gerne sehen, wie es aussieht.
noch nicht drüber richten. So, Steinmetz hat schon Level 2 erreicht. Da wäre die Frage, müssen die zur großen Feuerstelle hoch? Ich glaube nämlich ja. Ist ja alles gut. Das haut nicht hin mit dem Holz. Also mit dem holzfarbenen hier oben. Das fällt einfach zu sehr aus der Reihe. Mache ich mir viele Gedanken, oder? Aber wenn schon, denn schon, ne? Die Säule ist einfach zu dunkel. Scheiße. Machen wir das weg. Ach, der Steintyp. Ach doch, kann er. Ich wollte schon sagen, der Steintyp kann jetzt keine Blumen mehr machen. Das hätte mich jetzt ein wenig geärgert. Ah, es fehlt obendrauf was, ohne Kack. Ich weiß aber nicht, was.
Ein Zipfelhut? Letzter Versuch, es besser aussehen zu lassen. Dann machen wir den Break. Obwohl besser ja immer relativ ist. Was ist schon besser in Anführungsstrichen? Oh, jetzt kann der Steinmetz natürlich auch die Fenster da unten nicht mehr. Das ist so ein Abfuck, ey. Komm mal her. Aber ich brauche die Fenster. Ich will sie haben. Da müssen wir Notlösung machen. Ich finde es jetzt sogar wirklich besser gelöst. Banner setzen, Vorhänge nicht. Na, Holzschildchen für Leute, die Holzschildchen mögen. Und sonst war's das, oder? Wachturm XYZ. Ich weiß, es ist kein Bergfried. Man kann es jetzt nicht lesen, aber ich nenne es einfach Bergfried. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt den Steinmetz umsetzen, beziehungsweise sagen, Steinmetz, du musst übrigens nur deinen Job ausführen. Kein Bergbau, kein Bauen, kein Tragen. So. Und damit sind wir am Ende der Folge. Ich weiß, ich habe total überzogen, 50 Minuten drauf geschissen. Dafür habe ich, sag ich mal, mein Traumbergfried-Gebäude gebaut. Ja, und eigentlich wollte ich davon abgehend eine Mauer bauen, beziehungsweise sowas wie einen. So wie eine Stadtmauer, die dann hier rüber geht nach oben. Hätte ich es aber schon vergessen. Weil das funktioniert so nicht mehr, weil ich ja, sag ich mal, alles verkleidet habe von der Umgebung. Ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, so ein bisschen beim Grübeln zuzusehen. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es weitergeht mit Stonehearth. Bis dahin sage ich erstmal Tschöle, euer Imperator.